Willkommen zu einem neuen Part. Nämlich Part 2 von Super Bier Adventure. Und damit meine ich nicht Bier, sondern Bier. Also Bier auf Englisch. Ob ich es zu 100% mache, ich weiß noch nicht. Ich würde sagen erstmal nein. Und würde dann 100% machen, falls das Projekt sehr gut ankommt. Und wirklich sehr gut. Ja, ich skip alles. So. Hier sind Münzen. Money, money, money. Was ist denn hier? Hier ist ein NPC. Ich bleibe lieber hier zu Hause. Draußen passieren seltsame Dinge. Okay. Und was ist das für ein Ding? In dem Gebiet sind überall Bärenkäfige verstreut. Jeder Käfig hat seinen eigenen Schlüssel, also müssen wir ihn zuerst finden. Sie sollten irgendwo in der Nähe der Käfige sein. Sobald wir genug unsere Freunde befreit haben, können wir dieses Tor öffnen. Beachte auch, dass die Münzen jedes Mal wieder auftauchen, wenn du ein Level verlässt. Okay. Kann ich... Ja, in das Haus bin ich schon rein. Weißt du was? Ich gucke erstmal mich in allen Häusern um. Hier ist eine Münze. Okay, ich habe es mir eingebildet. Ich dachte, ich hätte durch die Wand gucken können. Hier oben ist noch eine Coin. Hier ist noch eine. Mit wie viele Sprünge braucht man, um das Spiel durchzuspielen? Mindestsprünge. Also Mindestanzahl von A drücken. Ich glaube, ich bin jetzt in jedem Haus drin gewesen. Naja, egal. Okay. Warte. War da oben was? Lol, da oben ist was. Kann ich das sammeln? Ups. Menno. Ich sehe schon, dass das Projekt etwas umständlich wird. Ja. Versteckte Aufkleber gefunden. Okay. Aber der war nicht so versteckt wie manch andere. Glaube ich. Hier sind zwei Münzen. Sie. Aber ist das nicht eigentlich illegal? Ich klaue ja eigentlich Geld von denen. Naja, wird wohl nicht schlimm sein. Da oben haben wir unseren Ehrenbärenkäfig. Bären, piep. Ja. Da oben. Ja. Menno. Ach egal, ich hole erstmal die Münzen. Hey. Hey. Nein, warte. Zieh dich hoch. Okay, es gibt auch einen Bonk. Da ist ein Schlüssel. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Also ist auch für diesen Bären. Okay, Pierre. Goldzeit 20 Sekunden. Man...
What the fuck? Beep. Man muss den in 20 Sekunden holen. Du. Ich musste gleich deine Mutter auch holen. Piep. Das war natürlich nur ein Joke. Yo. Der Geier. Okay. Das ist so ein Rätsel. Okay. Ich probier's einfach mal. Zack. 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 Lame. Das war alles. Lol. Dr. Christopher, 25 Sekunden. Halt dein Maul. Noch eine Münze? Ja, zieh dich hoch. Hier sind noch drei Münzen. Zack. Also die Münzen hier möchte ich alle sammeln. Zack. Witzig. Wetten, wenn's Bosse gibt, ist in dieser Welt eine Schildkröte der Boss. Wetten. Digga, deine Mutter. Renn. Ist hier irgendwo so ein Herzdingens? Du Geier. So, ich geh kurz hier reingucken. Da ist eine Münze. Yay. So. Da oben, da drüben ist ein Herzding. Zack. Hui. Mal sehen, wie viele Sachen ich im First Try finde. Und ich nicht nachgucken muss. Und ich bin auch mal gespannt, wie lange das Projekt gehen wird. Ich glaube, ich habe gerade gecheatet. Egal. Da-da-di-da-bum-sta-bi-dum. Zack, zack. Und weiter. Ich glaube, so ich werde, weil ich nehme den Part nach dem ersten Part auf. Ich mache so pro Part. Keine Ahnung. Sag ich mal. Die ersten 3 bis 5 Parts. Okay, kommt man da rüber? Scheiße. Wie wurde ich jetzt da nicht getroffen, lol? Scheiße. Kletter. Dulli. Okay, hier ist ein Herz. I wait. Sieht auf jeden Fall sehr interesting aus. Yay. So. Mein Gott, was ist da drüben los? Aua, deine Mutter. Was war das? Okay, das war, glaube ich, ein Bug, aber ist mir recht. Hier. Okay. Easy. Cheesy. Warte, ich hab sogar gecheatet. Und wer bist du? Du trägst noch eine Windel und einen Schnuller. Bob. 35 Sekunden. Du auch. Yay.
Hier drüben ist was, okay. Ist hier oben noch was? Nö. Madeline. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch Challenges gibt. So einen kleinen Challenge-Modus oder so ein Parcours. Würde mich freuen. Was ist hier? Noch ein versteckter Aufkleber. Alter, läuft. Alter, läuft. Na gut, natürlich auch nie zu viel Skill, Kapi. Hier, versteckter Aufkleber. Ich spam jetzt dort, wo der Knopf ist. Menno. War das? Hier. Du Geier. Okay, warte, hier ist ein Herz. Hol ich's kurz. Oha, warte, kommt man da ganz nach oben? Lol, kommt man sogar. Witzig. Biene, ich bin hier. Biene. 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 Hier würde ich fast sogar schon sagen, machen wir dort, was da drin ist, im nächsten Part. Und gucken uns noch hier ein bisschen die Welt an. Mach mal ein bisschen leiser. Warte, da ist was. Ach du Scheiße, ich sehe ja gar nichts. Tommy ist free. Wie viele hat die Welt? 150, also fehlen nur noch 25. Von unten habe ich gesehen, dass hier noch zwei sind. Da sind auch noch 5. Was ist hier? Goldzeit 6 Minuten, wow. Ich würde sagen, Goldzeit mache ich erst dann, wenn ich screen kann. Lol, hat sich gereimt. Gereimt. Läuft ja richtig mit den versteckten Aufklebern. Haben jetzt schon alle und das in Part 2. Itzi. Mizi. Minuten. Aber wie cool das hier aussieht. Digga, wie nice. Nice. Und die
Die Steuerung, piep, die Steuerung ist auch angenehm. Gott, warte. Hui. Warte, ist hier noch was? Nö. Blackbeard, was machst du, Bruder? Stimmt, Bruno, warum haben die den nicht Bruno genannt? Warum fehlen mir noch zwei Münzen? Ich schätze, dass im Untergrund, da schätze ich mal, dass das Untergrund ist, ein Boss ist, dass da nicht noch die zwei fehlenden Münzen sind, was aber sein könnte natürlich. Bro, Rye. Rye, sollte das so sein? Schlagen. Piep. Da kann man nicht rein. Okay, verpiss dich. Verpiss dich. Ich glaube, das war das, wo wir eben gerade drin waren. Warum nur 148? Oder kann man hier noch rein? Mit 49. Und typisch fehlt eine Münze. Wow. Oder ist das schon direkt hier? Nee, ich cutte. Oder war ich hier schon drin? Digga. Stimmt, hier war ich schon drin. War ich hier oben schon drin? Ja. Bro, warum schimmelt da einfach so eine Münze? Wow. 150. Nice. Nice. Piep. Und das hier machen wir im nächsten Part. Aber vorher erstmal noch hier die unsichtbare Wand genießen. Bis dann. Ciao.